So, vielen Dank. Starkes Tutorial. Wieder was gelernt, wie man so schön sagt. Und wir machen einfach direkt weiter im Programm. Ich habe das heute Morgen ja in der Anmoderation gesagt. Wir sind pickepacke, vollgepackt mit großartigen Themen, mit One-on-Ones, mit Tutorials und so weiter und so fort. Und dementsprechend will ich mich auch gar nicht so sehr in den Worten verlieren und möchte jetzt hier in unserer kleinen, schnuckeligen Church of Hope einen weiteren Gast gleich ankündigen. Und wir alle kennen das, ganz egal ob Patient oder Patientin, eine Frage, die wir einem Arzt immer wieder stellen: Was kann ich denn selbst tun, um wieder gesund zu werden? Und ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute und auch eine sehr berechtigte Frage. Aber die Antwort darauf ist vielleicht nicht immer die einfachste. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich jetzt gleich mit Dr. Wesel hier jemanden habe, der mit Sicherheit, um ein ganz klein bisschen Druck aufzubauen, eine sehr gute Antwort auf diese und auch andere Fragen hat. Denn genau darum geht es jetzt in dem Live-Vortrag von Dr. Lutz Wesel, Allgemeinmediziner und Psychotherapeut, und er wird nun erläutern, was man als Patient alles tun kann, um die besten Voraussetzungen für einen Heilungsprozess zu haben oder vielleicht erst zu bekommen. Habe ich das in etwa richtig gesagt? Ich denke, ja. Ja? Ja. Ist es denn generell so eine Frage, Herr Doktor, was kann ich denn tun? Genau. Ist es eine Frage, wo Sie oder auch Kollegen und Kolleginnen erstmal so ein bisschen in die erschrockene Stellung geht, weil man Angst hat, vielleicht was Falsches zu sagen? Oder ist das etwas, was man dann abspult und auf den jeweiligen Patienten oder die Patientin so ein bisschen personalisieren kann? Also es ist eine Routinefrage, aber keine Routineantwort. Ja. Also es ist in der niedergelassenen Praxis nahezu jeder Patient oder jede Patientin, die von der Primärtherapie in der Klinik zurückkommt, also aus der onkologischen Therapie, kommt zu ihrem Hausarzt, bin ja Hausarzt, und sagt: Herr Doktor, was kann ich denn jetzt tun? Und wie gesagt, das ist die Frage, bin ich sehr gewohnt, aber die Antwort muss dann eben so wie die ganze Krebstherapie eben wirklich auf dem einzelnen Individuum gerecht werden. Ja. Wie oft wird an die Frage, Herr Doktor, was kann ich denn tun, ich habe das schon gegoogelt, rangefügt, ja. Und ist das Fluch oder Segen? Das ist der Fluch schlechthin, also wie jeder von uns Ärzten kriegt sofort eine Urtikaria, wenn er nur das Wort googeln hört, weil wir einfach wissen, das wurde ja hier auch oft thematisiert, dass die Leute natürlich sofort, wenn sie eine Diagnose kriegen, mit Googlen beginnen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich selbst habe ja auch eine Krebsdiagnose gekriegt. Ich hatte 2005 ein Zungenbodenkarzinom. Ich bin auch sofort an den Computer gerannt. Als Fachmann und habe vielleicht 20 Minuten gegoogelt und dann war mir so schlecht und mein Kopf hat so gedröhnt und gerauscht und ich wusste überhaupt nicht mehr, ob ich Männlein oder Weiblein bin, dass ich nur jedem dringend raten kann: Suchen Sie sich verlässliche, gute Informationsquellen, aber gehen Sie um Gottes Willen nicht in Google, mit welcher Diagnose auch immer. Denn in Google finden Sie eben bei jeder Diagnose 6- bis 7-stellige Anzahl von Hits. Und davon ist der größte Teil Schrott, verwirrend, macht sie nur dizzy. Und ein geringer Teil bringt gute Informationen. Aber wie wollen Sie als Laie herausfinden und unterscheiden, was ist die gute Information und was ist völliger Blödsinn? Ja. Und es gibt ja heute so viele gute Informationskanäle. Jetzt haben wir YesCon und Yes We Cancer zum Beispiel als eine Quelle, wo man wirklich verlässliche Informationen kriegt. Wir haben das die Deutsche Krebshilfe und viele anderen. Da kann man sich informieren und dann kriegt man auch was, mit dem man was anfangen kann. Und was einen nicht in eine völlige Trance setzt, aus der sie so leicht nicht mehr rauskommen. Information ist das Stichwort, die wird jetzt direkt weitergegeben und zwar von Dr. Lutz Wesel, die Kraft in uns selbst, das ist der Titel vom Vortrag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, ich wünsche euch viel Spaß und euch natürlich auch. Bis gleich. Danke. Ja, heute ist mir eingefallen, wie ich so beim Mittagessen saß, dass es genau 60 Jahre her ist, dass ich zum ersten Mal mit Krebs konfrontiert war. Jetzt denken Sie bloß nicht, ich bin 85 oder so. Damals war ich 6 vor 60 Jahren und da kam meine Mutter zu mir und sagte: Papa hat Krebs. Und mein Vater hatte ein Kolon-CA. In diesen frühen Zeiten ist er dann auch folgerichtig 4 Jahre später daran gestorben. Einige Zeit später hat meine Mutter Krebs bekommen.
Und ich war als Kind total verängstigt, wenn die auch noch stirbt, komme ich ins Waisenhaus oder so. Ja, vielleicht bin ich deshalb Arzt geworden, bin dann Allgemeinarzt geworden, weil ich das wirklich auch nach wie vor einen sehr, sehr schönen Zweig in der Medizin finde, habe aber dann spätestens in der niedergelassenen Praxis eben gemerkt, dass die schulmedizinischen Ansätze zwar sehr wertvoll sind, aber eben nicht den Bedürfnissen der Patienten in der niedergelassenen Praxis umfassend gerecht werden. Und so bin ich eigentlich mehr durch Zufall, ohne das ursprünglich beabsichtigt zu haben, noch Psychotherapeut geworden. Und wie ich vorhin auch schon eher gesagt habe, 2005 selbst von Krebs betroffen. Ich erzähle Ihnen das deshalb, weil ich eben klar machen will, dass ich diese Krankheit aus verschiedenen Aspekten kennengelernt habe. Als Kind betroffener Eltern, als behandelnder Arzt und als Patient. Und dadurch ist es natürlich für mich irgendwie auch ein Lebensthema geworden. Und ja, diese Frage eben, Herr Doktor, was kann ich denn jetzt tun, die ist mir so vertraut, dass ich gedacht habe, okay, das wäre vielleicht kein schlechtes Thema, das hier auch zur Sprache zu bringen. Jetzt versuche ich mal hier die Sache weiterzuschalten. Ja, jetzt habe ich es. Worüber will ich reden? Ich möchte Ihnen erst mal zwei Hintergrundaspekte bieten, die praktisch das Fundament bilden, auf dessen Füßen ich meine Patienten behandle. Und dann komme ich natürlich zu dem, was Sie auch erwarten, nämlich praktische Anweisungen, praktische Anleitungen. Das Ganze kann man natürlich auf Basis der zur Verfügung stehenden Zeit nur anticken. Aber es gibt Ihnen vielleicht Denkanstöße und wir haben ja hier eine Plattform, die dann alle diese Themen noch in großer Tiefe weiter behandeln kann. Das Erste, worüber ich mit Ihnen sprechen will, ist das Konzept der Salutogenese. Das beruht auf der Krebsforschung aus den 60er Jahren, hat ein israelischer Krebsforscher namens Aaron Antonovsky eine Gruppe von schwer traumatisierten und gestressten jüdischen Frauen untersucht. Die waren im KZ, die haben Angehörige im KZ verloren. Die sind nach Israel, haben die Gründung des Israel-Staates mitbekommen, haben 3 israelisch-arabische Kriege mitbekommen, haben Angehörige verloren, eben im Dritten Reich. Also kurz, ein Leben voller Stress. Und die Eingangsuntersuchung, die der Antonovsky gemacht hat, hat gezeigt, dass eine große Mehrheit dieser Frauen sich als schwer geschädigt durch dieses stressvolle Leben oder ja, sehr belastet durch dieses stressvolle Leben beschildert haben, während ein kleiner Teil gesagt hat, uns geht's gut. Und dann hat der Antonovsky einen Quantensprung im Denken gemacht, weil normalerweise hätte jetzt ein Stressforscher untersucht, ob die mehr Herzinfarkte hätten oder mehr Depressionen oder mehr Krebserkrankungen oder so. Der Antonovsky hat sich aber nicht für die schwer Geschädigten interessiert, sondern er hat sich für die interessiert, die gesagt haben, uns geht's gut. Und dann hat er diese Gruppe von Frauen untersucht und die Fragestellung war, haben die was gemeinsam? Haben die was gemeinsam, was man definieren könnte als Ressource zum Überstehen von schwerem Krebs, von schwerem Stress, Klammer auf, Krebs ist schwerer Stress natürlich. Und dann hat er 4 Eigenschaften gefunden, die eben dieses Salutogenese-Rezept Konzept gegründet haben. Und diese 4 Dinge sind Verstehbarkeit, also die haben zu jedem Zeitpunkt verstanden, was vorging. Machbarkeit, das heißt, die hatten zu jedem Zeitpunkt des Geschehens, und sei es noch so schlimm, immer das Gefühl, sie können aus eigener Kraft was zur Verbesserung ihres Zustands tun. Das Dritte war Sinnhaftigkeit. Sie haben in alledem, was geschieht, irgendwie noch einen Sinn abgewinnen können. Und das Vierte war, sie waren eingebunden in ein soziales Netz, aus dem sie Hilfe, Kraft, Liebe, Stärke ziehen konnten. Das zweite Konzept, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist meine Definition oder mein Modell von ganzheitlicher Medizin. Und in diesem Modell sehe ich eben als Basis die Schulmedizin. Die hat unglaublich viele Ressourcen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Schulmedizin
fokussiert eben auf Krankheiten und über der Praxis von meiner Frau, meine Frau ist Frauenärztin, und mir das Motto über unsere Praxis, was auch als erstes auf der Homepage steht, ist: Heilung ist möglich, wenn man statt Krankheiten Menschen behandelt. Das heißt, Schulmedizin fokussiert auf die Krankheit, aber oft eben nicht auf den Menschen. Deshalb gibt es noch die Komplementärmedizin, also, das war der falsche Knopf, die Komplementärmedizin, also eine nicht wissenschaftliche Erfahrungsmedizin, biologische Medizin, Alternativmedizin, den Begriff mag ich aber gar nicht, weil er impliziert, es gäbe eine Alternative zur Schulmedizin. Da bin ich ganz entschieden nicht der Meinung. Deshalb allenfalls für die, die es wollen, Komplementärmedizin, also eine die Schulmedizin ergänzende Medizin. Ja, und dann ist natürlich klar, wir Menschen sind ja nicht nur Körper, sondern wir sind auch Geist, also Psyche und Seele. Und deshalb muss man auch das psychische Element in ein Heilungskonzept mit einbauen. Das ist der Grund, warum ich Psychotherapeut geworden bin. Dann gibt es eine energetische Ebene. Alles das, was im Japanischen oder im asiatischen Sprachraum mit Qi beginnt, Tai Chi, Qigong und so weiter, adressiert diese energetische Ebene. Übrigens auch Homöopathie würde ich in diese Ebene, weil es ja keine Materie ist, die in den Präparaten wirksam sein soll. Und ganz entschieden, denke ich, ist die spirituelle Ebene auch etwas, denn wir Menschen sind spirituelle Wesen. Das ist eine Ebene, die spätestens, wenn wir mit existenziellen Fragen über Sterben und Tod konfrontiert sind, mehr oder minder jeden von uns betrifft. So, jetzt werde ich konkret. Was kann ich selber tun? Herr Doktor, was kann ich selber tun? Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben, mach, dass ich wieder heil werde, mach, dass es wieder so ist wie vorher. Ja, alles erlaubt, ja. Aber ich pflege dann meinen Patienten zu sagen, sind Sie sicher, dass Sie wollen, dass es so ist, wie es vorher war? Weil so, wie es vorher war, hat Sie dorthin geführt, wo Sie jetzt stehen. Ich bin der Meinung, es muss besser werden, als es vorher war. Ich finde die große Chance in einer Krebserkrankung oder in einer schweren Erkrankung besteht darin, dass sich ein Fenster öffnet, und in diesem Fenster haben die Leute die Möglichkeit, Dinge zu tun, die sie sich vorher nicht getraut hätten oder die Umwelt, ihre Umgebung nicht toleriert hätte. Sodass, wenn man diese Chance wahrnimmt, passiert was, was ich mit vielen Krebspatienten und Tinnen erlebt habe, nämlich dass die mir so aus einem Sicherheitsabstand von ein paar Jahren, da zähle ich mich genauso dazu, sagen, wissen Sie was, Herr Doktor, ich glaube, unterm Strich hat mir das mehr gebracht als genommen. Das wäre der Idealausgang, dass die Leute sagen, und das, wie gesagt, zähle ich mich dazu, dass die sagen, der Krebs hat mich so wachgerüttelt, hat meine Prioritäten so neu geordnet, hat mir Dinge erlaubt, die ich mir vorher nicht erlaubt habe, zum Beispiel in meinem Fall, mich an den ersten Platz in meiner Prioritätenliste zu stellen und nicht in den letzten als hilfloser Helfer. Also das kann schon was für einen tun, muss nicht, kann aber. Was kann ich also selber tun? Ich fange jetzt mal bei Formalien an, die aber einfach dazugehören, ohne dass viele Leute wissen nicht, dass sowas wichtig ist. Sie müssen erst einmal, spätestens wenn Sie so eine Diagnose haben, eine Patientenverfügung machen, eine Vorsorgevollmacht, eine Betreuungsverfügung und Ihr Testament schreiben. Nicht, weil Sie Krebs haben, sondern weil das jeder tun sollte, denke ich. Nicht, weil Sie jetzt zwangsläufig sterben werden, aber das muss einfach gemacht werden. Dann als nächstes die Einstellung, die Sie zu der Sache einnehmen. Ein guter Spruch, dem ich sehr anhänge, heißt, wir leiden nicht an der Welt, sondern an dem, was wir über die Welt denken. Ein Großteil des Leidens an Krebs, ein guter Teil, will nicht sagen Großteil, aber bei vielen, vor allem bei vielen, bei denen die Krankheit eigentlich nicht so furchtbar schlimm ist, leiden mindestens so sehr an ihren Gedanken über den Krebs, wie sie an ihrer Erkrankung leiden. Deshalb ist die Einstellung unheimlich wichtig, und die
Psychoneuroimmunologie, also eine Wissenschaft, die sich mit den Zusammenhängen von Psyche, Nervensystem und Immunsystem beschäftigt, zeigt ja auch, dass das, was wir denken und was wir empfinden, unmittelbare Wirkung auch aufs Immunsystem hat. Also spielt unsere Einstellung eine Rolle, und heilungsfördernde Einstellungen sind zum Beispiel nicht Krebs ist eine unheilbare Krankheit, sondern Krebs ist heilbar. Die Mehrheit aller Krebsfälle, aller Krebspatienten, Patientinnen werden geheilt. Dann, wenn jemals ein Mensch an dieser Krankheit geheilt wurde, dann ist es auch für mich möglich. Ich glaube nicht an den Begriff unheilbare Krankheiten, weil mir keine Krankheit bekannt ist, an der obligat jeder Betroffene sterben muss. Also ist in jedem Menschen zu jedem Stadium das Potenzial zur Heilung drin. Und es gibt ja Geschichten, Anita Morjani zum Beispiel, sollten Sie mal im Internet angucken, spricht in Sedona über ihre Krebserkrankung. Die hatte schon die letzte Ölung, die war völlig aufgegeben in der Intensivstation, im Multiorganversagen gelegt und steht heute sicherlich wie ich auf irgendeiner Bühne und erzählt von ihrer Heilung. Also so ein Mensch, solange ein Mensch am Leben ist, kann er auch geheilt werden. Und Carl Simonton, einer der Pioniere in der Psychoonkologie, sagt, wenn der Ausgang einer Sache ungewiss ist, ist es nicht verkehrt, Hoffnung zu haben. Gesunder Menschenverstand. Oder um es mit unserer verehrten fast schon Ex-Kanzlerin zu sagen, wir schaffen das. Commitment, das ist unheimlich wichtig, dass Sie sagen, ich werde alles in meiner Macht Stehende dafür tun, um diese Krankheit zu überstehen. Ich werde meinen Beitrag leisten als Teil des Heilungsteams. Und Sie brauchen Vertrauen. Sie brauchen Vertrauen zu den behandelnden Ärzten. Und Entschuldigung, ich muss mal kurz... Mundtrockenheit ist ja bekannt als Folge von Krebs im Halsbereich. Wenn Sie kein Vertrauen zu Ihren behandelnden Ärzten haben, dann müssen Sie den Arzt wechseln. Sie können nicht sich behandeln lassen von einem Arzt, dem Sie nicht trauen. Eindeutig klar. Ja. Ich würde mich vielleicht operieren lassen von jemandem, den ich nicht sehr nett oder vertrauenswürdig finde, wenn alle sagen, das ist ein hervorragender Operateur, wird ja okay, das soll mich operieren und dann gehe ich wieder heim. Ja. Aber ein Arzt, mit dem ich längere Zeit kooperieren will, dem muss ich vertrauen. Und letztlich, Sie müssen bereit sein zur Kooperation. Ja. Wenn Sie sagen, die wollen mich alle nur vergiften und Geld machen und so weiter, dann sind Sie von vorneweg in einer Position, die ich für sehr bedenklich halte. Prognosen. Prognosen sind Flüche, hat mir einer mal gesagt. Prognosen, ich habe mich sehr mit der Hypnotherapie beschäftigt. Ich kenne weniges, was Menschen so in Trance versetzt wie eine schlechte Prognose. Und wir haben ja hier auch über schlechte Arzt-Patienten-Kommunikation gesprochen. Ein Arzt, der einem Patienten kurz nach der Diagnosestellung sagt, Sie haben noch ein halbes Jahr zu leben, ist meiner Meinung nach, hat den Beruf verfehlt. Ja, das geht einfach nicht an, weil Prognosen eine unglaubliche Suggestionskraft haben und weil sie die Leute wirklich in tiefste Trance versetzen, aus der sie sehr schlecht wieder rauskommen. Also lassen Sie sich nicht von Prognosen hypnotisieren und auch nicht von schlecht kommunizierenden Ärzten, die zwar noch nie was über Kommunikation gelernt haben, aber auch nicht wissen, was für eine enorme Suggestionskraft sie haben, was für extrem kraftvolle Hypnotherapeuten sie sind, ohne es zu wissen. Was kann ich für den Körper tun? Wenn jemand Krebs hat, ist das Erste, was er für den Körper tun kann, ist, dass er sich schulmedizinisch nach State of Art evidenzbasiert behandeln lässt, was auch immer der Tumorboard ihm empfiehlt. Gibt es Alternativmedizin? Gibt es Alternativen dazu? Nein, habe ich schon gesagt. Es gibt vielleicht ergänzende, komplementäre Medizin, aber um Gottes Willen keine Alternativen. Und für alle die Beispiele haben wir ja, die sagen, ich probiere es erstmal mit sanfter Medizin bei meinem Heilpraktiker und dann kommen sie nach einem Jahr zum Schulmediziner, lost, können sie dann auch vergessen. Lifestyle, gesunde Ernährung, könnte man dreimal zwei Stunden Vortrag darüber halten. Diäten, es gibt keine Krebsdiät, aber es gibt gute Ernährung. Nahrungsergänzung,
wenn man es will, okay, Bewegung, unverzichtbar. Dem Körper Gutes tun, sei es Massagen, sei es Yoga, dass Sie schwimmen gehen, dass Sie in den Wald gehen, klar. Was können Sie für den Geist tun, sprich für die Psyche? Eine konstruktive, positive Einstellung zur Diagnose, Therapie und Heilungschancen. Ja, das brauche ich, um wieder gesund zu werden und nicht dieses Teufelszeugs und die wollen mich nur vergiften. Ja. Eigeninitiative. Ich erinnere an Salutogenese, einer der Teil, der den Leuten geholfen hat, diesen Wahnsinnsstress zu überstehen, war eben diese Machbarkeit, das Gefühl, ich kann selber was dazu beitragen, wieder gesund zu werden. Gute, verlässliche Informationsquellen wählen, haben wir eben schon besprochen. Und da gehört nicht nur Google dazu, sondern ich habe es jetzt als Schlagwort geschrieben, Ratschläge sind auch Schläge. Das heißt, sehr viele Patienten werden auch verunsichert durch ihr Umfeld, was ihnen irgendwelche doofen Sachen einsouffliert. Also das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, welchen Informationsquellen oder Gesprächspartnern öffne ich mein Hirn und mein Herz. Das ist unglaublich wichtig, dass man da wirklich sorgsam auswählt und nicht sich einfach wahllos berieseln lässt von Menschen, die einem nur, naja, mir fällt jetzt fast nur noch ein Kraftwort ein, aber die einem nur ungute Sachen ins Ohr flüstern. Nach vorne schauen, nach statt zurück. Also ich denke, es ist viel wichtiger zu sagen, wo ist die Lösung, als warum habe ich das bekommen und warum gerade ich und so weiter. Also nach vorne gucken, zielorientiert vorgehen. Und ob Sie es wollen oder nicht, wir müssen das Schicksal annehmen. Also versuchen Sie mal gegen das Schicksal anzukämpfen. Glauben Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Ja, also die einzige Chance ist, zu sagen, okay, wenn es dann so ist, dann stelle ich mich halt der Geschichte und gucke, wie ich da möglichst gut herauskomme. Umgang mit der Angst, viele Leute, und wer würde das nicht begreifen? Und spätestens seitdem ich selbst Krebspatient war, habe ich es wirklich begriffen, was es bedeutet, in einem Kernspin durch die Röhre gefahren zu werden und sich zu überlegen, was sehen die jetzt und was werden die mir jetzt gleich sagen und ist ein Rezidiv da und ist es schlimm und sind Lymphknoten befallen und so weiter. Oder es ist auch nicht lustig, das habe ich auch 30 Mal erlebt, in eine Kammer gesperrt zu werden bei der Bestrahlung und alle rennen davon, als ob es gleich was explodiert und dann sind sie dort festgeschnallt mit Laserpunkten und dieses Riesengerät fährt um sie rum und bestrahlt sie. Das ist nicht lustig, das ist wirklich nicht lustig, aber da gibt es gute Hilfen. Ich zum Beispiel habe dann bei meiner Bestrahlung mit Visualisierung und Vorstellungen gearbeitet. Ich habe mir vorgestellt, ich liege in einem Schützengraben und über mir ist Krieg, aber ich liege sicher. Und da oben wird geschossen und da wird auf die Feinde geschossen. Ja, oder es gibt Kinder, die haben Visionen von Star Wars oder so. Also wir können in der Psychoonkologie da sehr viele Hilfen geben, um diese belastenden diagnostischen und therapeutischen Eingriffe einigermaßen heil wieder rauszukommen. Dafür ist die Psychoonkologie da. Komplementärmedizin erwähne ich jetzt nicht zum dritten Mal, aber doch, ich erwähne es in dem Zusammenhang nochmal, weil, und das spricht unter anderem dafür, nicht weil ich denke, dass alle diese Methoden und Mittelchen unbedingt hilfreich sind auf einer materiellen, sachlichen Ebene, aber ich weiß einfach, dass viele Patienten ein gutes Gefühl dabei haben, dass sie sagen, das entgiftet mich oder das macht mich stark oder so. Und da würde ich unbedingt sagen, wenn sie das stark macht, dann machen sie das. Möglichst in Übereinstimmung mit ihren behandelnden Onkologen. Und dann hoffe ich sehr, dass die Onkologen nicht sagen, das ist alles nur Geldmacherei und das bringt doch nichts. Und dieses Keimchen der Hoffnung wieder niedertreten. Ne? Da wäre eben eine interdisziplinäre Zusammenarbeit extrem wünschenswert. Was können Sie für die Seele tun? Erstmal gibt es dieses wunderbare neue Gebiet des Selbstmitgefühls. Und das ist wichtig, ja, dass man wirklich auch mal sich erlaubt,
traurig zu sein und zu sagen, ich bin eine arme Sau und ich bin völlig fertig und traurig und sich den Raum nimmt und eben wirklich auch Mitgefühl mit sich hat, wie man es mit jedem anderen in seiner Umgebung auch hätte. Jeder, der zu Ihnen kommt und sagt, ich bin krebskrank, würden Sie in den Arm nehmen und sagen, du Armer, nur weil Sie sagen, ja, ich muss stark sein und so. Also erlauben Sie sich doch auch wirklich mit sich selbst Mitgefühl zu haben. Selbstfürsorge, dass Sie wirklich, wirklich sagen, ich sorge jetzt für mich. Nicht, ich gucke nicht, dass es allen anderen gut geht und wenn ich dann noch eine Todumfall und müde bin, dann gucke ich vielleicht auch auf mich, sondern setzen Sie sich selbst auf den ersten Rang in Ihrer Prioritätenliste. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Das fällt vielen nicht leicht, weil wir sind es nicht gewohnt, auf unsere innere Stimme zu hören. Aber die innere Stimme könnten Sie zum Beispiel fragen, was brauche ich jetzt? Und dann sorgen Sie dafür, dass Sie das bekommen, was Sie brauchen. Ich spreche nicht von Wünschen, sondern ich spreche von Bedürfnissen. Was brauche ich jetzt? Das mag Ruhe sein oder das mag Gespräche sein oder was auch immer Ihnen einfällt. Ich weiß es nicht, aber Sie wissen es. Dann sorgen Sie für Ausgleich, dass sich nicht das ganze Leben nur um Krebs dreht oder um Ihre sonstigen Verpflichtungen, sondern dass Sie wirklich auch einen Ausgleich haben, dass Sie Dinge haben, die Sie auf andere Gedanken bringen, die Ihnen gut tun. Entspannungstechniken, also ich selbst, seitdem ich krebskrank war, habe ich konsequent angefangen zu meditieren und seit einigen Jahren gebe ich die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, in Meditationskursen weiter. Auch für Krebspatienten habe ich spezielle Formate entwickelt. Dabei ist mir einmal ein interessantes Konzept nahegebracht worden, nämlich es gibt, das kennen wir alle, es gibt positive Gefühle, es gibt negative Gefühle. Aber bei den Entspannungstechniken, bei Meditation, bei Achtsamkeit geht es um neutrale Gefühle. Es geht um Gefühle, die zum Beispiel Gelassenheit oder Zuversicht. Ja, es ist ein, oh, heute geht es mir gut, ich bin total gelassen, sondern es ist eher was ganz Ruhiges. Es ist ein neutrales Gefühl, aber es ist erwiesenermaßen, tut der Seele unheimlich gut. Lebensfreude, ja was denn sonst? Also ich meine, worum geht es denn sonst als letztlich? Ja, also das ist doch das, was wir alle erleben wollen, Lebensfreude. Und wenn Sie keine Lebensfreude generieren können, dann ist wirklich die Frage, wofür wollen Sie dann überhaupt leben? Also Sie müssen tun Sie gar nichts, aber ich denke, es geht um Lebensfreude. Und soziales Netz, unheimlich wichtig. Also ich habe das so unglaublich dankbar erlebt, als ich krank war, dass ich gemerkt habe, es gibt Menschen, denen ich was bedeute. Es gibt Menschen, die mit mir fühlen. Es gibt Menschen, die mich mit dadurch tragen. Ja. Es gibt Menschen, mit denen ich reden kann. Es gibt Menschen, mit denen ich schweigen kann. Es gibt Menschen, mit denen ich heulen kann. Es gibt Menschen, mit denen ich lachen kann. Also die Umgebung um mich herum, die hat das Potenzial einzutragen. Und Spiritualität. Sie müssen kein spiritueller Mensch sein, aber es hilft. Ja, wenn Sie sagen, die Patienten habe ich auch, ich bin Diplom-Ingenieur, ich glaube nur, was beweisbar ist, ist in Ordnung. Aber ich glaube, wenn Sie eben sich mit spirituellen Themen beschäftigen, das hilft, wenn Sie dafür offen sind. All das hat das Potenzial, Ihre Heilungschancen zu erhöhen. Und all das, was ich Ihnen jetzt empfehle oder empfohlen habe, sorgt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür, dass es Ihnen besser geht. Aber es wäre völlig weltfremd und illusionär und unlauter zu sagen, das sorgt dafür, dass Sie geheilt werden. Nein, möglicherweise ja, aber es gibt keine Garantie. Ich finde es unheimlich wichtig zu unterscheiden, habe ich die Kontrolle über was? Sehr, sehr wenig Dinge im Leben habe ich die Kontrolle. Wenn ich beim Auto auf die Bremse drücke,
habe ich hoffentlich Kontrolle darüber, dass das Auto dann langsamer fährt. Aber ich habe auf viele Dinge Einfluss. Und mit diesen Dingen machen Sie Ihren Einfluss auf den Krankheitsverlauf geltend. Aber Kontrolle lässt sich nicht gewinnen, weil das Schicksal macht mit uns, was es will. Also muss man auch darüber reden, wenn Sie all dies tun oder Teile davon tun und der Krebs geht trotzdem weiter. Was ist denn dann? Haben Sie sich da nicht genug angestrengt? Haben Sie was falsch gemacht? Warum gerade ich? Das ist die Strafe für, es macht alles keinen Sinn, ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient und ich bin verloren. Ist nicht unbedingt heilungsfördernd, so eine Einstellung. Sondern machen Sie weiter. Schütteln Sie sich, wie heißt es, aufstehen, Krönchen rücken und weitergehen, ja. Denken Sie dran, Heilung ist möglich, solange ein Mensch am Leben ist, auch wenn die Ärzte Ihnen sagen, Sie sind jetzt ein Palliativfall, keine Heilung mehr möglich, das mag ja sein. Aber die Ärzte wissen nur was über die Krankheit. Das heißt, eine Prognose ist wie eine statistische Lebenserwartung. Die sagt mir, ich kann, glaube ich, 79 Jahre alt werden. Ich kann aber auch 85 werden oder 95. Ich kann aber auch nachher tot umfallen, weil ich eine Lungenembolie kriege. Das heißt, die Statistiken stimmen in der Aussage über die große Menge, aber sie haben keinerlei Bedeutung für den Einzelfall. Ja. Also, wie sagt Carl Sagan, wenn der Ausgang einer Sache ungewiss ist, kann es nicht verkehrt sein, Hoffnung zu haben. Und jetzt sind Sie, wenn es weitergeht und ein Rezidiv oder Metastasen auftreten, ein Palliativmedizinfall. Und jetzt sagen viele Leute, oh, Palliativmedizin, ich muss sterben. Und sagen, Palliativmedizin, das sind doch die Sterbehelfer, die einem die Spritze geben, damit man nicht qualvoll stirbt. Falsch. Palliativmedizin ist per Definition Gegensterbehilfe. Warum? Weil Palliativmedizin ist keine Sterbemedizin, sondern ist eine Lebensmedizin. Das heißt, per Definition kümmert sich die Palliativmedizin um Patienten, bei denen die Schulmedizin statistisch empirisch nicht mehr von Heilung ausgeht. Und das Ziel der Palliativmedizin ist Lebensqualität. Das heißt, der Palliativmediziner sagt, ich weiß nicht, wie lange du lebst, das können Wochen oder Monate oder Jahre sein, aber ich kümmere mich darum, dass die verbliebene Zeit deines Lebens mit maximaler Lebensqualität erfüllt wird. Und wenn es mal so weit ist, kümmere ich mich darum, dass du in Frieden und ohne Not sterben kannst. Das heißt, es ist ganz was anderes als Sterbehilfe. Schicksal? Das Schicksal macht mit uns, was es will. Es ist weder logisch, noch ist es gerecht. Wir haben Einfluss aufs Schicksal, aber wir haben keine Kontrolle. Und dieser Satz stammt aus einem Gespräch mit einer ganz lieben Freundin von mir, eine bekannte amerikanische Psychotherapeutin, Susie Smith. Healing doesn't necessarily mean curing. Das heißt, geheilt werden muss nicht unbedingt bedeuten, dass man von der Krankheit geheilt wird. Heil sein bedeutet, nach meinem Verständnis, ganz sein, wholeness, ganz. Heil sein bedeutet im Einklang mit sich selbst, mit der Natur und dem Universum zu leben und irgendwann wird es jeden von uns treffen, zu sterben. Und ich habe Menschen erlebt und ich habe Menschen im Arm gehalten in ihrer letzten Minute, die völlig friedlich gegangen sind, ohne Not, ohne alles. Und das fand ich extrem beruhigend, ja. Genauso wie ich es toll fand, 100 Kinder auf die Welt gebracht zu haben. Ich bin am Eingangs- und am Ausgangstor vom Leben gestanden und das macht was mit ihnen, was ihnen auch irgendwie ein bisschen mehr Gelassenheit gibt. Zusammengefasst, ich habe über die Salutogenese gesprochen, also dieses Konzept zum Überstehen von schweren Belastungen, Verstehbarkeit, Machbarkeit, Sinnhaftigkeit, soziales Netz sind die Quellen,
ich habe über Ebenen der Heilung gesprochen, als ich Ihnen mein Modell von ganzheitlicher Medizin vorgestellt habe. Ich habe über die Wichtigkeit der konstruktiven Einstellung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was Sie für Ihren Körper, für Ihren Geist und für die Seele tun können. Und so heißt ja der Titel meines Vortrags, die Kraft in uns selbst. Die Ärzte können Sie nicht heilen, nicht weil sie so schlecht sind, sondern die Ärzte schaffen die möglichst optimalen Voraussetzungen für die Heilung. Und dann geschieht etwas, dann wird diese Kraft in uns selbst wirksam und die sorgt dafür, dass die Heilung stattfindet. Wenn Sie ein Bein brechen und der Arzt macht, Chirurg macht eine Osteosynthese drauf, also schraubt Ihnen eine Platte drauf, dann ist das Bein in dem Moment nicht geheilt, sondern dann ist es geschient. Und dann fängt die Heilung an. Das heißt, die Heilung geschieht in uns selbst. In einer komplexen Reaktion auf körperlicher, geistiger Ebene, auf die therapeutischen Maßnahmen. Und deshalb sind Sie nicht nur ein passiver Patient, der das alles über sich ergehen lässt, sondern Sie sind untrennbarer Bestandteil des Heilungsprozesses. Und deshalb ist Ihre aktive, kooperative Mitwirkung unverzichtbar. Und der Rest ist dann Schicksal. Das heißt, als Krebspatient haben Sie die Verpflichtung, sich Gutes zu tun. Und ich schließe mit einem meiner Lieblingszitate, ein Sufi-Zitat, das heißt, vertraue auf Allah und bin's kamelfest. Ja, und damit komme ich zum Ende. Wenn Sie mehr darüber hören wollen, sehr gerne, sagen Sie es, yes, we cancer. Und dann komme ich gerne und bin zu allen Schandtaten bereit, über all das intensiver zu sprechen, Workshops zu machen. Und wir haben ja jetzt hier eine wunderbare Plattform, auf der wir uns austoben dürfen. Und ich danke sehr dafür, dass ich hier mit Ihnen darf. Super, ganz herzlichen Dank, Dr. Wesel. Sehr interessant, wie sollte es anders sein? Auf der YesCon ist es alles interessant, es ist alles von höchster Relevanz. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Wir hatten ja noch so ein Q&A eingeplant, wir schaffen es aus Zeitgründen leider nicht mehr. Okay. Also bitte nicht persönlich nehmen, ich muss mich so ein ganz klein bisschen an den Plan halten. Klar. Aber ganz herzlichen Dank, Dr. Lutz Wesel.